So, da sind wir wieder. Letzter ganzer Tag heute in Singapur. Im Hintergrund sieht er Marina Bay. Und wir stehen hier bei der Merlion Löwenfischstatue, Springbrunnen, Wasserspeier. Und genau, wir hatten uns heute auch gar nicht so viel vorgenommen. Wir waren in den letzten Tagen sehr viel unterwegs. Im Durchschnitt waren das immer 20.000 Schritte pro Tag. Und wir sind jetzt halt auch zu Fuß gestartet, einmal quer durch die Innenstadt. Es ist dann mal sehr, sehr laut zur Mittagszeit. Den Vormittag haben wir damit verbracht, da Malia doch recht früh nach dem Frühstück wieder eingeschlafen ist, nochmal was am Notebook zu machen, Blogbeitrag zu schreiben, Videos zu bearbeiten. Und während ich dann halt mit dem Großen gespielt habe, war Vivi dann fleißig am Notebook am Schreiben. Genau, jetzt haben wir uns aber gedacht, wir wollten ja auf jeden Fall heute nochmal raus, ein bisschen uns umgucken. Wir hatten halt überlegt, nochmal zu einer bekannten großen Moschee hier uns auf den Weg zu machen und Little India eventuell zu besuchen. Das liegt nicht weit voneinander entfernt. Und halt entsprechend halt das Merlion, die Statue hier zu besuchen und anzusehen. Und schauen wir, was uns dann halt einfach noch auf dem Weg unterwegs begegnet. Genau, ja, soweit von uns. Ansonsten ist ja noch heute Abend Tasche packen angesagt. Morgen geht es dann wieder los und weiter. Und zwar zum nächsten Stop nach Australien. Wir hatten ja für Singapur eigentlich nur das Ganze als Zwischenstopp geplant. Und zwar. Oh, you can pass. I'm just recording myself. Genau, hatten halt Australien als nächsten großen Stop angedacht und Singapur nur als Zwischenstopp, damit wir halt nicht da durchgehend halt komplett bis nach Australien fliegen mit den Kindern. Der Flug von Deutschland über Dubai nach Singapur war ja schon lang genug. So, dann wollen wir mal weiter. Bis dann! Moin, kurze Zwischenmeldung von uns. Wir sind jetzt hier gerade zur Sultan Moschee. Die habt ihr vielleicht auch schon mal in einem kleinen Augenblick gerade gesehen. Mehr Infos und Videomaterial gibt es ja immer in den großen Videos. Hier ist es wieder ein bisschen lauter. Wir sind hier gerade durch die Arab Street und gehen gleich nochmal durch die Haji Lane. Hier gibt es auf jeden Fall sehr viele türkisch-libanesische, arabische Restaurants und Speisen. Hier wird man auch ganz anders als in den anderen Straßen in Singapur direkt angesprochen, ob man hier was essen möchte. Wenn ich reinkommen möchte mit Hey Boss und Hey Mister, Hey Sir, ganz anderes Flair wieder. Sieht alles sehr lecker aus, ich habe da tatsächlich schon Hunger bekommen, aber der Essensplan war dann doch irgendwie etwas anderes. Genau, und jetzt gehen wir da noch einmal durch die Haji Lane durch und machen da noch mal einen kurzen Einblick für euch und wollen dann auch noch mal rüber nach Little India. Also bleibt dran! Moin! So, nachdem wir in der Haji Lane waren und in der Arab Street, haben wir uns gedacht, wir gehen nochmal rüber nach Little India. Und auch wenn es dort auch so eine bekannte Straße gibt, die Buffalo Road, waren wir davon jetzt eher weniger angetan. Gut, das mag aber jeder sich sein eigenes Bild darüber machen. Auf jeden Fall fanden wir den Zustand dort vom Müll auf den Straßen und
naja, anderen Gegebenheiten einfach nicht so annehmlich. Hat uns nicht angesprochen. Deswegen ging es für uns dann halt auch nur kurz einmal quer durch. Und jetzt wieder zurück auf dem Weg zur Northbridge Road. Und dort schlendern wir einfach nochmal entlang. Der Große freut sich gerade über die Baustelle hier. Genau, so viel einmal dazu. Ansonsten haben wir tatsächlich auch nichts Großes mehr geplant heute, was ja auch ganz okay ist. Man muss ja nicht immer den ganzen Tag voll geplant haben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich von der Northbridge Road aus nochmal eine Pause machen irgendwo. Und anschließend dann wieder zurück Richtung Innenstadt, Finanzviertel. Und ob wir dann direkt zur Unterkunft gehen oder halt noch woanders einkehren, lasst uns überraschen. Wollten wir nochmal zum Laubhaus hat, was essen heute. Genau, das wäre noch eine Idee. Aber tatsächlich gibt es ja hier genügend Möglichkeiten, irgendwo einzukehren für Essen. Denn es gibt viele Restaurants, wo ich schon so wie gesagt habe, hier könnte man jetzt essen oder da könnte man jetzt essen und wollen wir nicht hier essen. Genau. Also bis später. Moin! So, wir sind jetzt am Changi Airport Abflug heute aus Singapur mit Ziel Australien. Wir sind ein bisschen früher am Airport, einfach um genügend Zeit zu haben, falls ja doch noch irgendwelche anderen Sachen dazwischen kommen. Wir warten jetzt noch ca. 15 Minuten, bis unser Gate aufmacht. Und danach können wir... Yes, you already did. Good. Danach können wir dann... ja, am Gate schon mal rein und ja, kurze Zeit später irgendwann halt ins Flugzeug. Wir haben circa einen 5-Stunden Flug. No, it's too high, Ryan. Genau, leider haben wir es hier ein bisschen verpasst, den bekannten Wasserfall in Jubel zu sehen. Denn aufgrund einer falschen Information war es nach dem Gepäckabgabe und der Sicherheitskontrolle nicht mehr möglich. Das ist im öffentlichen Bereich. Wir hätten halt das Gepäck abgeben sollen müssen und dann halt quasi nochmal ja, im öffentlichen Bereich quasi das Ganze aufsuchen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil es ja schon was Einmaliges ist und Bekanntes. Hätte ich auf jeden Fall gerne gesehen, aber nun ist das halt so. Genau, wir sind jetzt auf jeden Fall hier im Departure-Bereich. Und werden hier jetzt einfach warten, bis nachher unser Flug losgeht. Heute Morgen haben wir, wie gesagt, nicht mehr viel gemacht, Gepäck gepackt und ansonsten auch einfach nur ausgecheckt. Checkout war 12 Uhr bei unserer Unterkunft. Genau. Ich muss gerade mal gucken, was der Große hier vorhat. Oh no, 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 no. Don't balance on that. Yes, you can do. Genau, und jetzt warten wir halt einfach bis zum Abflug. Das ist auch okay, das ist dann immerhin stressfrei. Wir sind wieder mit einem Grab-Taxi. No, just put it back, please. Von der Unterkunft aus hier bis zum Airport für umgerechnet, glaube ich, 28 Euro. Das ist für eine Fahrt durch die komplette Innenstadt und bis zum Flughafen, der ein bisschen weiter abseits ist. Okay, wie wir finden, vor allem, weil wir dann halt einfach das Gepäck ins Auto packen können. Wieder ein Auto mit Kindersitz, was wir uns geholt haben. Deswegen sind die dann auch noch etwas teurer, ansonsten wäre das auch weniger teuer gewesen. Just keep it there, Ryan. Oh ja, genau. Und jetzt sind wir mal gespannt, was uns in Australien so erwartet, ob der Flug soweit gut klappt. Aber da haben wir eigentlich wenig Bedenken. 5-Stunden-Flug ist auch soweit nichts außergewöhnlich Langes. Der Große hatte bisher noch keinen Mittagsschlaf, hat irgendwie bis 8.30 Uhr geschlafen.
Daher mal schauen, viel zu berichten wird es dann heute wahrscheinlich nicht geben. Wie gesagt, Check-in hat soweit gut funktioniert, was uns ein bisschen irritiert bisher auch. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Es gibt ja viele Self-Check-in-Terminals, wo man ja einfach nur seinen Reisepass vorauflegen muss, um dann halt seine Reisedokumente, Flugtickets und ja, dann auch die Baggage-Tags zu bekommen, also die Gepäckbänder. Und das funktioniert halt nicht mit unserer Tochter. Warum auch immer, es steht jedes Mal, dass wir dann halt auf jeden Fall zum Schalter sollen. Wobei sie ja als mit ihrer Bordkarte, die sie hat, ja nicht mal einen Sitzplatz hat und entsprechend dann auch gar kein Gepäck aufgibt, einzeln. Trotzdem muss sie ja halt jedes Mal an den Extraschalter. Das kostet leider ein bisschen Zeit, weil mit dem Self-Check-In wäre das deutlich schneller. So viele Terminals wie hier gewesen wären, um das zu erledigen, wäre das über den anderen Weg deutlich schneller gegangen und einfacher halt auch. Vor allem so sind wir es halt auch schon gewohnt von anderen Flughäfen. Hat aber weder in Deutschland geklappt noch in Dubai geklappt. Beziehungsweise in Dubai brauchten wir das ja nicht, weil wir da ja nur einen Übergang hatten, Weiterflug. Aber jetzt hier in Singapur ging das halt auch nicht. Mal gucken, vielleicht ist das ja nachher in Australien oder in der USA nochmal anders. An einigen Stellen geht das aber auch daher nicht, weil man natürlich eine gewisse, also ist erst ab 12 Jahren, weil man da halt eine gewisse Körpergröße braucht, um halt in diesen Face-Identity-Check richtig reingucken zu können. Das ist bei Kindern aber gar nicht notwendig, weil die halt das gar nicht machen müssen. Also auch der Punkt streicht sich eigentlich von selbst weg. Na gut, aber nichtsdestotrotz haben wir das ja geschafft. Wir hatten genügend Zeit. Die Schlange war hier auch noch nicht lang. Wir sind 3,5 Stunden vor Abflug jetzt hier am Flughafen und warten auf unseren Abflug. Hier gibt es genügend Geschäfte, wo man sich ja noch irgendwas holen kann, bevor man dann direkt im Gate-Bereich quasi feststeckt. Genau. Also soweit dann von uns. Wir werden bestimmt dann nachher nochmal vielleicht ein, zwei Videos aus dem Flugzeug machen. Oder sonst aber uns einfach auch nur aus Australien melden. Da kommen wir übrigens mit Abflug 15 Uhr, irgendwann danach heute Abend halt 20 Uhr irgendwas halt an. Ist dieselbe Zeitzone auch wie in Singapur. Zumindest an der Ecke, wo wir in Australien landen. Und dort bei der Unterkunft, wo wir landen, werden wir jetzt auch über Weihnachten bleiben. Also bleibt dran!